Pornostar. Eine Freundin von mir erzählte mir neulich, dass sie das erste Mal mit einem Jungen geschlafen hat. Also so richtig. Nicht nur streicheln und knutschen. Wie sich das wohl anfühlt? Also, ich persönlich bin hammerneugierig auf die Gefühle, die in meiner Vagina, auf meiner Haut und in meinem Körper entstehen könnten, wenn wir ganz nah beieinander sind und uns zusammen bewegen. Ist es so? Ihre Antwort hat mich total schockiert. Ich glaube, ich sah ganz gut aus. Und, naja, er hat's genossen. Also, alles perfekt. Was? Aber wie hast du dich denn dabei gefühlt? Ich weiß nicht. Mir war es irgendwie wichtig, dass er glücklich ist. Auf mich habe ich gar nicht so geachtet. So viele Freundinnen von mir sagen so etwas. Aber ich finde das furchtbar traurig. Liegt es vielleicht daran, dass wir überall gezeigt bekommen, dass wir schön sein sollen, dass das das Wichtigste ist? Aber für wen? Das ist zwar nett, wenn mein Freund mich schön findet, aber das macht mir doch keine Gefühlsexplosion. Ich will spüren. Es soll sich gut anfühlen. Ein bisschen wie schmelzendes Schokoladeneis auf der Zunge. Oder einen Köpfer vom Dreier machen. Also mindestens. Warum sollte ich das sonst tun? In unserer Schule hat ein Mädchen alles gemacht, was ein Junge von ihr wollte. Sie wollte von ihm gemocht werden. Sie dachte, dann ist sie cool und er findet sie umwerfend. Er hat die Fotos von ihr in der ganzen Schule herumgezeigt und ins Internet gestellt. Sie traut sich jetzt kaum noch hin und alle nennen sie Schlampe. Dabei ist er doch das Miststück. Sie mochte ihn einfach und hat ihm vertraut. Ich habe einen guten Freund aus seiner Clique gefragt. Der fand es auch total schrecklich. Aber er sagte, sie seien alle so unter Druck. Sie schauen gemeinsam so viele Pornos auf YouTube und immer sind da Männer, die von Frauen bedient werden. Und das soll man immer geil finden. Sonst ist man uncool. So ein richtiger Mann sein halt, der den Ton angibt und Puppen für sich tanzen lässt. Das ist doch blöd. Ich will selber tanzen. Für mich. Und wenn jemand mit mir tanzen will, freue ich mich. Und wenn es sich gut anfühlt, für uns beide, wie wir so zusammen tanzen, dann macht das Sinn. Ich will die Welt da draußen, diese bescheuerten Pornobilder, einfach ausblenden. Und ich will nur mit jemandem schlafen, der das auch möchte, ohne Pornovorstellung. Die meisten Pornos sind ziemlich aggressiv und haben nichts mit wirklichen Gefühlen zu tun. Da sind Männer einfach die Starken und Frauen die Puppen. Oh yeah. Diese Filme sind dafür da, damit die Männer sich richtig mächtig fühlen. Dabei sind die genauso ängstlich wie wir. Aber Männer dürfen ja in dieser Welt nicht ängstlich sein, sagt die Werbung. Ich habe gar nichts gegen jemanden, der genauso ängstlich ist wie ich. Nur Lust auf schmelzendes Schokoladeneis soll er haben. Und Kopfsprünge. Und auf Gefühlsexplosionen. Irgendwann gemeinsam. Ich freue mich drauf.